Okay, Leute, willkommen zu Part 6 schon, oder? Part 6, meine Güte, das ging schnell. Ja, Monika, wir haben alle Gedichte jetzt durch für den heutigen Tag und gehen jetzt auf das Ende zu. Wir haben alle die Gedichte der anderen gelesen, richtig? Ich habe für heute etwas Besonderes geplant. Wenn ihr euch also alle hier vorne hinsetzen könntet. Geht es um das Festival? Nun, irgendwie schon. Ja, müssen wir denn wirklich für das Festival etwas für das Festival planen? Es ist ja nicht so, dass wir in nur wenigen Tagen etwas Interessantes auf die Beine stellen könnten. Wir würden uns nur blamieren und ganz sicher keine neuen Mitglieder für uns gewinnen. Diese Sorge habe ich auch. Ich kann nicht wirklich gut mit irgendwelchen Aktionen auf den letzten Drücker umgehen. Macht euch nicht so viele Sorgen. Wir halten es ganz einfach, okay? Es werden nicht mehr als ein paar Dekorationen nötig sein. Ich brauche jetzt Sayori und ihr Optimismus, ihre Energie. Sayori hat an den Postern gearbeitet und ich habe ein paar Heftchen entworfen, die wir während der Veranstaltung verteilen können. Okay, das ist ja alles ganz wunderbar und so, aber jetzt wissen wir trotzdem immer noch nicht, was wir für die Veranstaltung vorbereiten werden. Ach ja, tut mir leid, ich dachte, ihr hättet schon davon gehört. Wir werden etwas vortragen. Vortragen? Monika... Ja, wir werden Gedichte vortragen. Wir werden alle jeweils ein Gedicht auswählen und das dann während der gesamten Veranstaltung vortragen. Aber richtig cool ist, dass wir alle, die Lust dazu haben, einladen, ebenfalls ein Gedicht vorzutragen. Sayori schreibt das auf alle Poster, damit sich alle, die dazu Lust haben, entsprechend vorbereiten können. Haha. Sayori, die an einem Poster gearbeitet hat, hebt es hoch, damit wir es alle sehen können. Ich will es auch sehen. Ich will wissen, wie kreativ sie ist. Machst du Witze, Monika? Du hast doch nicht schon etwa damit begonnen, die Poster aufzuhängen, oder? Nun, das habe ich. Hättest du es wirklich für so eine schlechte Idee? Nun, nein, es ist keine schlechte Idee, aber du solltest wissen, dass ich dem nicht zugestimmt habe. Ich werde auf keinen Fall irgendwas vor einer Gruppe von Leuten vortragen. Ich stimme Natsuki zu. Ich könnte nie im Leben sowas tun. Yuri schüttelt bei der reinen Vorstellung daran vor lauter Angst den Kopf. Leute! Nein, Sayori. Ich verstehe ihren Standpunkt durchaus. Vergiss nicht, dass es erst wenige Tage her ist, dass Natsuki und Yuri überhaupt zum allerersten Mal ihre Gedichte mit anderen geteilt haben. Das ist schon Erfolg, ja. Es ist etwas zu viel verlangt, ihre Gedichte in einem Raum voller Leute laut vorzutragen. Also, was ist denn... Entschuldige, Monika, ich mag dich ja gerne, ne? Aber was ist das denn hier für eine Art als Präsidentin, einfach so Dinge zu tun? Ne? Du solltest schon alle Mitglieder befragen und mit einbeziehen. Naja... Das habe ich wohl irgendwie übersehen. Ja, hoppla, wie konnte das denn passieren? Das tut mir echt leid. Wenigstens siehst du es ein. Aber ich denke immer noch, dass wir unser Bestes versuchen sollten. Nur wir halten das Schicksal des Clubs in unseren Händen. Wenn wir an der Veranstaltung teilnehmen und jeder eine gute Leistung abliefert, dann wird das andere inspirieren, es uns nachzutun. Und je mehr Leute vortragen werden, desto besser können wir allen zeigen, worum es bei der Literatur eigentlich geht. Ja! Es geht darum, seine Gefühle auszudrücken, mit sich selbst eine innige Beziehung einzugehen, neue Horizonte zu entdecken und Spaß zu haben. Sayori hat es erkannt und ich finde es schön, dass sie so einen offensichtlich so einen besseren Zugang zu sich hat, ne, mit dem Gefühle ausdrücken und so, dass sie auch erkennt, wovon man profitiert mit dieser Literatur, mit den Gedichten. Das ist schön. Das stimmt. Und genau aus diesen Gründen sind wir heute alle hier im Club. Wollt ihr das nicht mit anderen teilen? Sie dazu inspirieren, dieselben Gefühle zu erforschen, die euch überhaupt hierher gebracht haben? Ich weiß, dass ihr das wollt. Wir alle wollen das. Und wenn es dazu mehr nicht braucht, als 2 Minuten lang vor einer Gruppe von Leuten zu stehen und ein Gedicht vorzutragen, dann weiß ich, dass ihr dazu in der Lage seid. Natsuki und Yuri bleiben stumm. Sayori blickt besorgt. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Jetzt, wir, der Retter der Veranstaltung, sagen, jawohl, das wird was Gutes, ich stimme zu und alle springen darauf ein. Ich denke nicht, dass das zu viel verlangt ist. Ich finde, dass Sayori und Monika sich sehr angestrengt haben, neue Mitglieder zu rekrutieren. Da ist es doch das Mindeste, wenn wir ihnen ein wenig helfen. Nun, vielleicht, aber... Anscheinend sind Natsuki die Argumente ausgegangen. Ja, okay, gut. Ich muss mich dann wohl einfach dazu überwinden. Also gut. Puh, danke, Natsuki. Was ist mit dir, Yuri? Yuri blickt niedergeschlagen in die erwartungsvollen Gesichter der anderen. Seufzt. Ich habe dann wohl keine andere Wahl. Haha, das wären dann alle. Du bist die Beste, Yuri. Dieser Club wird mich noch ins Grab bringen. Nein, Yuri, gerade du. Du musst ein bisschen gefordert werden. Du musst dich ein bisschen selbst fordern, aus der Komfortzone rausgehen. Ne, die Grenzen pushen. Das kriegen wir hin.
Du meine Güte, es wird schon alles gut gehen, Juri. Aber nichtsdestotrotz, gehen wir zum Hauptteil der Veranstaltung über. Ich möchte, dass ihr alle eins eurer eigenen Gedichte auswählt. Wir werden üben, sie vor Publikum vorzutragen. Niemals! Monika, das geht zu schnell. Wenn du dein Gedicht nicht einmal vor den Leuten im Club vortragen kannst, wie willst du das dann vor Fremden schaffen? Oh nein, keine Sorge. Ich werde anfangen, damit sich alle etwas entspannen und wohler fühlen. Darf ich als Nächste? Haha, natürlich. Okay, dann sehen wir mal. Monika blättert auf der Suche nach dem Gedicht, das sie für sich eingeplant hatte, durch ihr Notizbuch. Dann stellt sie sich hinter das Podium. Der Titel des Gedichts lautet Ihre Art zu fliegen. Monika beginnt mit dem Rezitieren ihres Gedichts. Ihre helle, selbstbewusste Stimme füllt den Raum. Doch das ist noch nicht alles. Ihr Aussprache ist makellos. Also, sie versteht es perfekt, in jede vorgetragene Zeile die passende Emotion zu legen, wodurch ihr die Worte zum Leben erwachen. Hat sie das etwa schon früher einmal getan? Oder ist sie einfach nur ein Naturtalent? Ich sehe mich im Raum um. Alle Augen ruhen auf Monika. Sayori blickt staunend auf sie. Juri macht eine angestrengte Miene, die ich nicht deuten kann. Schließlich ist Monika fertig. Wir alle applaudieren. Monika atmet durch und lächelt. Das war so toll, Monika! Haha, vielen Dank. Ich wollte mit gutem Beispiel vorangehen. Bist du bereit, dein Gedicht vorzutragen, Sayori? Ich bin die Nächste. Oh, woher der Mut auf einmal? Juri! Wow, Juri ist plötzlich mit Feuer und Flamme bei der Sache. Juri hält ein Stück Papier fest in ihren Händen und steht auf. Woher haben die letzte Gedicht? Ist das das Gleiche, was sie uns jetzt jeweils gegeben haben? Mit gesenktem Kopf läuft sie schnell zum Podium. Das Gedicht heißt... Juri schaut nervös einen nach dem anderen an. Du schaffst das, Juri. Es heißt Nachbild eines blutroten Auges. Woher hat sie jetzt das neue Gedicht? Juri beginnt mit zittriger Stimme das Gedicht vorzulesen. Kurz zuvor hat sie sich praktisch geweigert, genau dies zu tun. Warum engagiert sie sich auf einmal so sehr? Ja, weil wir auch dafür sind. Bestimmt. Nachdem sich Juri durch die ersten Zeile gekämpft hat, ändert sich ihre Stimme. Dieser Wechsel ist fast mit dem zu vergleichen, was passiert, wenn Juri in ihre Bücher abtaucht. Ihre bebenden Worte verwandeln sich in die scharfen Silben einer furchtlosen und selbstbewussten Frau. Die Struktur des Gedichts überrascht mit vielen Wendungen, die sie mit perfektem Timing sehr artikuliert vorträgt. Es wird ein seltener Einblick in das wildlodernde Feuergewehr, das Juri in ihrem Kopf verschlossen hält. Plötzlich ist sie fertig. Alle sind sprachlos. Juri landet wieder in der Gegenwart und sieht sich um, als wäre sie von sich selbst verblüfft. Das ist sie wohl auch. Es liegt an mir, die Situation zu retten. Ich beginne als Erster zu applaudieren. Die anderen stimmen in den Applaus ein und wir lassen Juri ihre verdiente Anerkennung zuteilwerden. Es ist nicht so, dass wir nicht für sie applaudieren wollten. Aber wir wurden so überrascht, dass wir es vergessen hatten. Während unseres Applauses drückt Juri das Gedicht gegen ihre Brust und eilt zu ihrem Platz zurück. Juri, das war richtig gut. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Juri sieht völlig ausgelaugt aus. Ja, wenn man natürlich auch die Grenzen pusht und so ein bisschen aus der Komfortzone geht, das zehrt auch an der Energie eines Menschen. Ne? Okay, dann bin ich wohl als Nächste an der Reihe. Sayori springt von ihrem Stuhl auf und läuft fröhlich zum Podium. Dieses hier heißt Meine Wiese. Tut mir leid, ich habe gekichert. Sayori, es ist viel schwerer als gedacht. Wie habt ihr das nur so einfach geschafft? Sieh es nicht so, als ob du es für andere Leute vorträgst. Stell dir lieber vor, dass du es für dich selber rezitierst, wie vor einem Spiegel oder nur in deinen Gedanken. Es ist dein Gedicht, daher wird es auf jeden Fall auf die bestmöglichste Art und Weise präsentiert. Ich verstehe, verstehe. Monika hat immer die besten Tipps drauf. Nun gut. Sayori beginnt mit ihrem Gedicht. Ihre sanfte Stimme passt irgendwie perfekt zu ihren Worten. Das Gedicht besitzt nicht dieselbe ungestümte Heiterkeit, die Sayori hat. Es ist gelassen und bittersüß, natürlich. Es hätte mich nicht groß beeindruckt, wenn ich es auf dem Papier gelesen hätte, aber durch Sayoris Stimme erhält es fast eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht wollte Sayori darauf hinaus, als sie sagte, dass ihr meine Gedichte gefallen. Es ist, als könnte ich tiefer in die Seele einer Person vordringen, von der ich glaubte, dass ich sie schon in- und auswendig kennen würde. Sayori ist fertig und wir applaudieren. Ich hab's geschafft! Gut gemacht, Sayori. Sogar Sadie gefiel es. Das ist dann wohl ein gutes Zeichen. Was soll das überhaupt bedeuten? Das kam sehr gut rüber, Sayori. Die Stimmung des Gedichts passt sehr gut zu dir. Aber es könnte sein, dass diese Art des Vortrags für andere Gedichte nicht so gut funktioniert. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Mit anderen Worten, ich habe andere Gedichte von dir gesehen, zu denen diese sanfte Art des Sprechens nicht passen würde. Sie könnten etwas mehr Kraft beim Vortragen vertragen, je nachdem, was du gerade vorliest. Oh, ich weiß, was du meinst. Das ist...
Nun, genau diese Sachen habe ich geübt. Es ist nur peinlich, das vor allen anderen zu machen. Das nächste Mal werde ich euch ein etwas herausforderndes Gedicht auswählen lassen. Schließlich haben wir nicht mehr viel Zeit bis zum Festival, nicht wahr? Wann war das jetzt? In ein paar Tagen? Habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Okay! Okay, wer ist jetzt dran? Ja, ich? Achso, Natsuki ist auch noch. Ich will auch. Natsuki? Ich will nicht vor Sadie vorlesen. Es ist ja nicht so, dass ich euch vergleichen würde. Dann ist jetzt Sadie an der Reihe, um die Ansprüche der anderen etwas herunterzuschrauben, bevor ich dran bin. Natsuki. Ist schon gut, ist schon gut. Ich kann es auch einfach hinter mich bringen. Allerdings kann ich nicht gerade auf eine große Auswahl zurückgreifen. Ich muss wohl einfach das vortragen, was ich für heute geschrieben habe. Jetzt liest das auch vor. Ich will wissen, was da steht. Ich stehe auf und stelle mich vor das Podium. Alle sehen mich an, was mich ganz schrecklich nervös werden lässt. Ich trage mein Gedicht vor. Da ich alles andere als selbstbewusst bin, was meine Texte angeht, fällt es mir schwer, das Gedicht mit dem nötigen Elan vorzutragen. Ich erhalte am Ende trotzdem Applaus. Tut mir leid, dass ich nicht so gut wie alle anderen war. Mach dir darüber nicht zu viele Sorgen. Es dreht sich hier weniger um deine Fähigkeiten, sondern vielmehr um dein fehlendes Selbstvertrauen in deine Gedichte. Aber das wird sich im Laufe der Zeit verbessern. Ja, vielleicht. Also gut, damit bleibst nur noch du, Natsuki. Ja, ja, ich mach's ja schon. Natsuki erhebt sich widerwillig von ihrem Platz und läuft zum Podium. Das Gedicht heißt... Es heißt... Warum seht ihr mich alle so an? Weil du etwas vortragen wirst. Wie auch immer, das Gedicht heißt Sprung. Natsuki atmet durch. Kaum beginnt sie mit dem Vortragen des Gedichts, verflüchtigt sich ihre griesgrämige Stimmung etwas. Zwar legt sie immer noch wenig Begeisterung an den Tag, aber ihr Gedicht besitzt durchaus Rhythmus und Reim. Es ist in dem für Natsuki typischen Stil verfasst und überzeugt überraschend gut, wenn es laut vorgetragen wird. Die Worte scheinen auf und ab zu springen, wodurch sie dem Gedicht Leben einhauchen. Natsuki ist fertig und alle applaudieren. Sie läuft grummelnd zu ihrem Platz zurück. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Du hast leicht reden. Bring mich ja nicht nochmal dazu, sowas zu machen. Nun, fühlst du dich jetzt zumindest ausreichend vorbereitet, um ein Gedicht vor anderen Leuten vorzutragen? Naja, es wird viel einfacher sein, das vor anderen Leuten zu tun. Für die Leute kann ich mich so geben, wie ich will. Aber wenn es nur meine Freunde sind, es ist einfach peinlich. Das ist interessant, weil normalerweise kenne ich das nur andersherum, ne? Vor Freunden. Ja, obwohl, nee, ich kann das, was Natsuki sagt, auch gut nachvollziehen. Das hat man in manchen Bereichen auch. Ja, nee, das kann ich nachvollziehen. Das ist überraschend, Natsuki. Für mich wäre es andersherum einfacher. Ja, sag ich ja. Tja, so ist das nun mal. Nun, in dem Fall musstet ihr für das Festival ja keine großen Sorgen machen. Ich wollte euch übrigens allen für euer Mitmachen danken. Es mag schwierig sein, aber hoffentlich habt ihr jetzt alle eine Vorstellung davon, was euch erwartet. Sucht euch auf jeden Fall ein Gedicht aus und übt einige Male vor dem Festival, okay? Ich werde die Heftchen machen, also lasst mich vorab wissen, was ihr vortragen werdet. Oh Mann, ich sollte mir dafür wohl besser ein anderes Gedicht aussuchen. Das ist auch okay. Es muss ja auch gar nicht dein eigenes Gedicht sein. Ich bin eh angenehm überrascht, dass du dich so eifrig für den Club engagierst. Das macht mich echt glücklich. Ja, kein Problem. Okay, Leute. Das wäre dann alles für heute. Lass uns versuchen, für morgen wieder Gedichte zu schreiben, auch wenn das Festival bald vor der Tür steht. Bis jetzt hat das echt super funktioniert, daher möchte ich das gerne beibehalten. Und was das Festival angeht, wir schließen morgen die Planung dafür ab und dann können wir uns am Wochenende darauf vorbereiten. Montag ist der große Tag. Ich kann es kaum erwarten. Ich schaffe das. Sehr gut, Juri. Mantramäßig die ganze Zeit. Sowas vorsagen. Also gut. Ich stehe auf. Es wird völlig unmöglich sein, mit demselben Enthusiasmus wie Sayori und Monika an die Sache zu gehen, aber ich werde versuchen, mich so gut es geht durch die ganze Sache zu kämpfen. Schließlich ist die ganze Aktion für den Club gedacht. Und um Monika zu beeindrucken. Oh, natürlich, ey. Ich werde also mein Bestes geben müssen. Können wir los, Sayori? Ja! Sieh sich einer die beiden an, sie machen sich immer gemeinsam auf den Heimweg. Es ist schon recht niedlich, nicht wahr? Hehe. Mensch, Leute, macht nicht so eine große Sache daraus. Es muss aber schön sein. Nun, wie bitte soll ich auf sowas antworten? Ist schon in Ordnung, Sadie, du musst nichts sagen. Wie auch immer, lass uns gehen. Ich gehe erneut mit Sayori nach Hause. Es hat sich in den wenigen Tagen bereits sehr viel verändert, aber heute ist Sayori auf dem Heimweg etwas ruhiger als sonst. Hey, Sayori. Oh, sie ist ein bisschen bedrückt. Entschuldige, ich war mit meinen Gedanken auf einem anderen Planeten. Ah, das erklärt es. Ich habe über etwas von vorhin nachgedacht. Ich mag es, wie wir... Ich meine... Sayori sucht nervös nach den Worten.
Nun, nehmen wir an, dass dich eines Tages Natsuki fragt, ob du mit ihr nach Hause gehst. Hä? Was würdest du tun? Was für eine Frage ist das denn bitte? Du bringst mich ganz schön in Verlegenheit. Ey, die sind aber auch wirklich... Das muss ich sagen, das ist aber auch ein Anime so, ne? Bei jedem kleinsten Kompliment sind die immer so... haben keinen Umgang damit. Statt irgendwie zu sagen, danke oder das anzunehmen, ist das irgendwie was ganz Schambesetztes, ne? Das ist dann total unangenehm. Du hast mich süß genannt oder... wie dir gefallen meine Augen? Ja. Nun, oh. Ja, wenn mich Natsuki fragt... Oh, wenn ich das oben jetzt sage, dann wird Sayori traurig. Aber ich sehe da jetzt kein Problem, ne? Wenn Natsuki mich fragt, wollen wir mal nach Hause gehen zusammen, dann würde ich ja auch mit ihr gehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer noch mit dir nach Hause gehen würde, Sayori, nur um sie glücklich zu machen. Das ist auch irgendwie gelogen. Also, wir haben ja auch Interesse an allen irgendwie. Wir wollen uns ja offensichtlich an allen ranmachen. An alle. Und dann ist das oben natürlich das Ehrliche. Deswegen nehme ich das auch. Mit Natsuki nach Hause gehen, ha. Warum lässt der Gedanke daran mein Herz schneller schlagen? Oh Gott. Ich meine, ich hätte Angst davor, was sie mir antun würde, wenn ich ihre Bitten ablehnen würde. Ist sie nicht so süß? Kann man nicht viel Spaß mit ihr haben? Das hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Ha, du hast es zugegeben. Oh Mann. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, über Dinge zu spekulieren, die eh nicht passieren werden. Na gut, vielleicht. Aber ich denke halt gern darüber nach. Schon bald wirst du mich nicht mehr brauchen, weißt du? Och nein, sag doch sowas nicht. Dich brauchen? Sayori, ich habe keinen blassen Schimmer, was gerade in deinem Kopf vorgeht. Entschuldige. Jeder ist anders. Und niemand im Club kann dich ersetzen. Wenn du meinst... Die Unterhaltung verstummt und hinterlässt bei mir ein komisches Gefühl im Magen. Aber es war ja eigentlich auch ihre eigene Schuld, mich mit so einer seltsamen Frage zu überfallen. Ich kann sie einfach nicht anlügen. Ich will ihr niemals die Sache nehmen, die sie glücklich macht. Darum sagte ich auch, dass es keinen Sinn ergibt, wild zu spekulieren. Aber andererseits ist das Festival schon in wenigen Tagen. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Okay, wir sind wieder dabei, unser Gedicht zu schreiben. Und wir hatten jetzt schon... Wir hatten eins für Yuri, wir hatten eins für Natsuki und jetzt würden wir mal auf Sayori gehen, ne? Monika hüpft hier nicht als Chibi rum, ne? Können wir kein Gedicht für Monika schreiben? Gut, Sayori mag glückliche und traurige Sachen. Aber auch nicht zu cute. Vanille zum Beispiel ist so ein Sayori... Okay, auch nicht, oder auch nicht. Trösten, das ist ein Sayori-Ding. Genau wie verzeihen... Und beneiden. Auch schade. Da, Depression, das ist was Trauriges, was Hartes. Leer als Gefühlszustand ist auch eher in der negativen, in der traurigen Richtung. Selbstmord, das ist mir jetzt ein bisschen zu hart. Das könnte aber auch zu Yuri passen. Freude. Verschmutzung, Seifenblasen, Blume, Begierde, Spaß ist das Sayori-Ding, Stups, oder ist das Natsuki? Es ist Natsuki, Liebe, natürlich, und Zucker, Feuerwerk, glücklich, da ist es, das ist simpel, Hoffnung, Rose, Glückseligkeit, Kindheit, Ambiente, schade. Ach, guck mal, das ist doch, das ist wunderbar. Zielstrebigkeit. Das ist doch wunderbar, das ist ja gut gelungen, hoffe ich. Ach Mensch, ja, was ist passiert? Warum reagiert Monika so? Fragen über Fragen, das werden wir im nächsten Part erfahren, würde ich sagen. Ja, neuer Tag, neuer Part. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen bis hierhin und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer und bis dann.